Guten Tag nochmal am späteren Nachmittag hier zum heutigen JFD Live Trading TV um 16:40 Uhr am 29. Juli. Wir wollen uns den US-amerikanischen Markt anschauen und zwar hier speziell den S&P 500, der sich just aufmacht, hier seine Tagesperformance weiter auszubauen und über das Niveau von 2100 Punkten anzusteigen. Wir sehen hier sehr schön, dass ja, der kurzfristige Abwärtstrend hier gerade durchbrochen wird und die bullischen Ambitionen hier ja, noch nicht zu Ende zu sein scheinen. Es deutet sich vielmehr hier eine weitere Aufwertung an. Also hier im Vorfeld der FED-Entscheidung die Euphorie definitiv gegeben und die Chancen dessen, dass der Markt, vielmehr der breit gefasste Index, eben hier vor seinem Hintergrund eines Ausbruchs noch nicht fertig ist auf der Oberseite und hier ein Stück weit euphorisch bleibt, deutet sich jetzt hier durchaus ein weiterer Lauf, der hier in die Region von 2110 Punkten führen könnte. Oberhalb des aktuellen Stundentiefs wäre es also möglich, das ist das Tief hier von 2094, 2095 Punkte rund, dass der Index hier in jedem Fall in einem Chance-Risiko-Verhältnis 2 zu 1 hier weiter nach oben rausläuft. Also praktisch hier zugegebenermaßen, wenn wir das mal vom aktuellen Level ausgehend als Risiko ansehen, wäre hier zumindest die Chance gut gegeben, das Zweifache in etwa nach oben abzutragen. Kleine Rücksätze würden das Chance-Risiko-Verhältnis als solches natürlich verbessern. Aber dass sich hier dieser Ausbruch jetzt weiter manifestiert in der 24-Stunden-Indikation, ist durchaus möglich. Also hier kurzfristig die Zeichen doch weiter nach oben gerichtet. Wie das natürlich 20 Uhr aussieht, bleibt mal dahingestellt. Aber ich glaube, im Vorfeld dürfte es hier weitere Gewinne beim S&P 500 geben. Auch jetzt hier die Stabilisierung im Bereich 2070 Punkten führte sogar über den Widerstand von 2085 raus. Und jetzt haben wir hier auch natürlich dieselbe Situation, dass der Markt hier auch durchaus bis 2110 Punkten ansteigen kann. Insofern hier jetzt das Szenario einer weiteren Performance möglich scheint. So, machen wir das jetzt am besten nochmal neu. Also, gegebenenfalls sogar noch viel mehr geht. Also der dritte Anlauf, um das Dreifach-Top sozusagen hier in Frage zu stellen, kann heute durchaus passieren. Wenn die Fed zum Beispiel aussagt, dass die Zinsanhebung wahrscheinlich doch erst im nächsten Jahr stattfindet, könnte ich mir hier so einen Move vorstellen, der hier in Richtung der Widerstandszone um 2130 Punkte reicht. Also hier durchaus realistisch, dass wir hier so einen Impuls nach oben sehen. Kommt es natürlich zu einer gegenläufigen Entscheidung, müssen wir den Tendenzfall wieder nach unten ziehen. Aber aufgrund des gegenwärtigen Intraday-Ausbruchs sieht es eigentlich ganz gut aus, dass die Marktteilnehmer hier wohl doch nach oben aufdrehen wollen. Der tendenzielle Fahrtpunkt, den wir hier zuletzt hatten, im Sinne dessen, dass es hier ein tieferes Tief geben könnte, scheint mit dem Tief hier vom Mittwoch, heute Dienstag, Montag, im Tief vom Montag, hier ein Stück weit relativiert. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, hat das schon wieder so ein Stück weit Anschein von einer inversen SKS-Formation hier auf der Oberseite. Etwas sehr skurril, aber nicht nachlässig dahingehend, dass es natürlich dazu kommen könnte, dass der Markt jetzt hier nach oben aufdreht. Die Fed hat es jetzt in der Hand, heute hier einen weiteren Impuls zu setzen. Der S&P 500 hat hier sichtlichen Aufwärtsdruck und das sieht sozusagen unter der oder dem Aspekt hier ganz, ganz konstruktiv aus. Wir gehen jetzt mal in den 15-Minuten-Chart rein. Statistisch haben wir hier Potenzial noch von bis zu 5, 6 Pünktchen zum Average True Range High. Anhand der jüngsten Projektion wären aber auch Niveaus von 2113 möglich. Also hier diese Zone in jedem Falle ein akzeptables Anlaufziel. Und da wir jetzt just ein neues Tageshoch gemacht haben, ist die Stimmung gänzlich positiv, was dafür spricht, dass es hier weiter raufgehen dürfte, weiter raufgehen könnte. Wichtig ist eben, dass wir hier nicht unter das Kerzentief von 2095 Punkten hier zurücksacken. Das würde das Bild ein Stück weit verwerfen. Dann wären hier auf jeden Fall Rücksetzer bis 2085, auch als Pullback an das gestrige Ausbruchslevel denkbar. Aber hier die Situation aktuell gegenwärtig bullish hier im 15-Minuten-Chart. Tageshoch, wenn es gehalten werden kann, spricht viel mehr noch dafür, dass wir das ausbauen und hier nicht mehr signifikant unter 2100 Punkte zurückfallen. Also sollten uns auf jeden Fall jetzt hier oberhalb des Niveaus von 2100 Punkten festigen. Kleine Rücksetzer sollten aufgefangen werden, relativ zügig, um dann eben hier 2107, 2110, 2114 anzusteuern.
Und ja, womöglich passiert das alles 20 Uhr, 20:15 Uhr, je nachdem, wann die Statements hier konkret über den Ticker rollen. Aber das scheint hier zumindest jetzt mal wieder Luft nach oben zu bescheren. Es ist zurzeit tatsächlich ein Ping-Pong irgendwo. Der Markt, der kippt zusammen, der Markt, der dreht wieder auf. Hier hätte man eigentlich mit dem dritten Dreifach-Top einen weiteren Rücksetzer in Richtung 2040, 45 Punkte erwarten können. Neues Reaktionstief. Das blieb jetzt mit der Erholung von gestern aus. Heute findet sich hier eine Fortsetzung und es scheint so, als wären hier auch weitere Hochs möglich. Der S&P 500 insofern nicht fertig mit seinem Aufwärtsmove, insbesondere wenn wir hier oberhalb von 2100 bleiben und insbesondere auch dann natürlich heute aus dem Handel gehen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den jetzigen, heutigen oder der heutigen Beschau des Marktes. Werten wir morgen die ganze Situation aus, was nach dem Fed-Event sozusagen übrig geblieben ist von den positiven Tendenzen. Aber aktuell wirkt das alles sehr, sehr bullisch. Und insofern anschnallen nicht vergessen. Vielleicht geht es heute Abend nochmal richtig ab. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Wünsche Ihnen noch einen schönen Resthandelstag und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.